Herzlich willkommen zur 1169. Gute-Nacht-Geschichte. Hier ist Ab ins Bett. 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 Der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast. Ich bin Marco. Schön, dass ihr heute am Dienstagabend mit dabei seid. Übrigens jetzt zum allerletzten Mal der Hinweis für den Ab-ins-Bett-Adventskalender. Heute die letzte Möglichkeit, den Adventskalender zu bestellen. Klickt dazu auf abinsbett.net. Ihr bekommt den Ab-ins-Bett-Adventskalender natürlich rechtzeitig vor dem 1.12. nach Hause geschickt, wenn ihr heute bestellt. Und hinter jedem Türchen ist ein Teil der neuen Pupsi-Weihnachtsgeschichte. Insgesamt 24 Teile und die gibt es nirgendwo sonst zu hören, nämlich nur im Ab ins Bett Adventskalender. Also begleitet auch in diesem Jahr Pupsi, dem kleinen süßen Elefanten, bei seinem größten Abenteuer des Jahres. Jetzt auf abinsbett.net. Aber jetzt kommt erstmal was ganz anderes, nämlich, wisst ihr doch, oder? Das Recken und das Strecken, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Ach ja, macht euch ganz, ganz lang und spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen. Und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, da bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1169. Gute-Nacht-Geschichte für Dienstagabend, den 7. November. Niki und die Flauschparade. Niki ist ein ganz normales Mädchen. Es ist auch ein ganz normaler Tag. Es kann sogar heute sein. Niki liebt alles, was flauschig ist. Von flauschigen Stofftieren bis hin zu kuscheligen Decken. Nichts konnte flauschig genug sein für Niki. Heute Abend, als Niki im Bett kuschelt, hört sie ein sanftes Rascheln. Es ist so, als würde was Flauschiges am Fenster vorbeifliegen. Niki springt aus dem Bett, läuft zum Fenster, öffnet es, um nachzusehen. Und zu ihrer Überraschung sieht sie draußen etwas, was sie sich nie hätte vorstellen können, nämlich eine Parade flauschiger Kreaturen. Sie zogen an ihrem Fenster vorbei. Da war mit dabei der fluffige Hase, kuschelige Katzen, samtige Lämmchen und sogar flauschige kleine Eulen. Sie ziehen direkt am Fenster vorbei und singen ein Lied. Und das ist so sanft und einladend wie das Rauschen der Blätter im Wald. Niki kann ihr Glück kaum fassen und sie beschließt, sich der Parade anzuschließen. Sie tanzt mit den flauschigen Kreaturen und findet sich auf einmal in einer Welt voller flauschiger Wunder wieder. Denn die Parade führt sie zu einem geheimen Garten. Hier wohnt der König, und zwar der König der Flauschparade. Ein riesiges, freundliches Schaf mit dem Namen Flauschibold. Flauschibold thronte auf einem großen Thron, und er erklärt Niki, dass die Flauschparade nur dann in die Menschenwelt kommt, wenn ein Kind, so wie Niki, eine ganz besondere Verbindung zu flauschigen Dingen hat. Niki fühlt sich deswegen sehr geehrt und ist dankbar. Sowas kommt ja nicht alle Tage vor, dass man Teil einer zauberhaften Flauschparade wird. Doch auch Flauschibold, der König der Flauschparade, ist dankbar, dass Niki dazugestoßen ist. Denn mit Niki ist es alles noch viel, viel flauschiger als sonst. So beschließen sie gemeinsam, noch bis tief in die Nacht hinein zu feiern
und sie wollen den Flausch in die Welt bringen, denn das vereint alle. Sowohl den fluffigen Hasen, das kuschelige Kätzchen, das samte Lämpchen und die flauschige kleine Eule und auch Flauschibold und Niki. Sie lieben den Flausch so sehr, denn das ist das kuscheligste und schönste Gefühl, was es gibt. Wenn alle Menschen etwas mehr Flausch in ihr Leben lassen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Das weiß Niki. Und das weiß auch Flauschibold und all die anderen flauschigen Flauschtiere. Daher beschließen alle zusammen, morgen wieder eine Flauschparade zu machen durch die ganze Stadt. Und vielleicht schließen sich ja noch mehr Menschen an. Und die ganze Stadt, vielleicht die ganze Welt, wird flauschig, so wie Flauschibold. Niki ist glücklich, dass sie die Welt des Flausches kennengelernt hat. Und sie weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.